Kann ich Ihnen behilflich sein? Ich soll eine Straßenbahn nehmen, die heißt Sehnsucht. Sie müssen Stanley sein. Willst du eine kleine Rauferei? So, wenn sie reinkommt, sei freundlich und sage etwas Nettes, wie gut sie aussieht. Und ja, kein Wort über unser Baby. Ich habe ihr nichts davon gesagt. Ich will lieber warten, bis sie ruhiger geworden ist. Versuch sie zu verstehen und sei nett zu ihr, Liebling. Sie hat nicht erwartet, uns in solch einer Wohnung zu finden. In meinen Briefen habe ich das ein bisschen vertuscht. Ja, stört doch nicht. Lass es doch. Stanley! Kolbe? Oh, Stanley! Das sind Perlen, echte Perlen. Was ist deine Schwester eigentlich? Ein Perlenfischer? Armbänder aus echtem Gold. Wo sind deine Perlen im goldenen Armbänder? Hier hast du deinen Aussteller, oder was davon übrig geblieben ist. Lass jetzt endlich ihre Sachen in Ruhe. Sie kann jeden Augenblick aus dem Badezimmer. Ei, Asse, ich hab dich! Stanley! Stanley, was machst du mit meinem Radio? Nein! Säuber, du Trunkenbold! Geh raus jetzt! Mach das hier auf! Alle hier raus! Komm, hey! Hör, Stanley, auf! Vorstellen, dass es eine Frau gibt, die Sie um den Finger wickeln könnte. Sie sind einfach, geradeaus und ehrlich. Und ein bisschen auf der primitiven Seite, denke ich mir. Um Ihr Interesse zu erwecken, muss eine Frau... Ihre Karten auf den Tisch legen, jawohl. Hm? Meine Schwester hat einen Mann geheiratet. Natürlich, das war alles, was ich meine. Machen Sie doch endlich Schluss mit Ihrer Komödie! Eine Autobusfahrkarte nach Oriel für Mittwoch nächster Woche. Wieder da? Herr Kowalski ist leider zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um dir zuzuhören. Er muss sich seine Finger ablecken. Sprich nicht noch einmal in diesem Ton zu mir, hörst du? Schwein, Pollack, ekelhaft, ordinär. Solche Ausdrücke habt ihr beide, du und deine feine Schwester, viel zu oft im Munde geführt. Na gut, da gibt's eine kleine Rauferei. Starrte mich so an. Ich habe sie nie angerührt.